Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Sonja sie angerufen hat. Was macht Sie da so sicher? Letztes Jahr, als ich sie beide zum ersten Mal sah, ich dachte, Sonja wäre Tochter von Frau Orris. Und sie waren beide so vertraut und sie haben sich so gut verstanden. Glauben Sie mir, jeder andere Junkie hätte mit einem Messer auf Frau Doris losgehen können. Aber nicht Sonja. Herr Singh, kennen Sie denn alle anderen Drogenabhängigen, alle anderen Junkies, die sich da gelegentlich in diesem Park aufhalten, wenn auch nicht an diesem Abend? Oder wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Wieso trauen Sie denen das eher zu? Sonja ist immer nett und freundlich zu mir. Aber alle anderen Junkies da im Park, sie beklauen sich gegenseitig, sie werden gewalttätig. Glauben Sie mir, das ist ein verdorbenes Park. Haben Sie da mal was Beobachtetes Konkretes? Oder woher kommt diese bittere Erkenntnis? Beobachtet? Ich habe es sogar selber erlebt. Davon weiß ich jetzt allerdings nichts, Herr Singh. In den Akten steht davon nichts. Nee. Ja, letztes Jahr am Nikolaus, so ein Typ mit einer Maske ist in mein Taxi eingestiegen. Ich habe ihn erst gesehen, als ich schon in meinem Wagen saß, weil zu der Zeit habe ich an der 8 Uhr nach Nachrichten konzentriert. Wissen Sie, es ging um diese Ausländermorde von Nazis, wie heißt das nochmal, die sogenannte Dönermörder. Ich hatte auch selber Angst, dass vielleicht so ein Typ steigt bei mir ein. Also Sie haben jetzt gedacht, da steigt ein Mann ein und Sie dachten, das ist jetzt ein Nazi, der bei Ihnen ins Taxi eingestiegen ist. Ach nein, das ist irgendein Junkie aus dem Park gewesen. Aber warum sind Sie sich da so sicher? Ich meine, der war jetzt maskiert, wie Sie sagen, der Täter. Ja, aber wissen Sie, auf seinem rechten Armgelenk, da waren eine Einstiche. Außerdem ist er auch in den Park geflüchtet. Was ist genau bei diesem Überfall passiert letztes Jahr, Nikolaus? Ja, der Typ hat mit seinem Messer rumgefuchtelt und sagte, los, Geld her. Ja, erst war ich schockiert, aber dann habe ich nicht überlegt, einfach auf die Hupe gedrückt und der Typ ist sofort raus aus meinem Wagen und ab in den Park. Aber wir sind deshalb so verwundert, weil sonst wüssten wir das jetzt hier. Strafanzeige ist sich erstattet worden. Es gibt jedenfalls keine Querverbindungen, keine Verweise. Ja, mir wurde nicht beklaut, okay? Und ich hatte auch keine Lust auf Stress hinterher. Ach so. Okay, ich verstehe das, aber Herr Singh, trotzdem ist es immer besser, man zeigt sowas an, einfach zur Vermeidung von späteren Taten möglicherweise, wenn man den Täter findet. Ist Ihnen irgendwas Besonderes an diesem Täter aufgefallen gewesen? Ja, dieses Messer, was er hatte, sie hatte so einen komischen Griff. Ein komischer Griff? Was heißt ein komischer Griff? Können Sie mir das näher beschreiben? Der Griff sah so wie Holz aus und sie hatte so Metallkugelchen drauf. Metallkügelchen. So wie dieses Messer hier. Ja, das ist das Messer. Ich könnte schwören, das ist das Messer. Wo haben Sie das her? Das ist das Messer der Angeklagten, mit dem sie Frau Dombrowski niedergestochen hat. Das ist das Messer meiner Mandantin. Mit dem hat sie keine Tat begangen. Es wurden überhaupt keine Spuren, keine Blutspuren dran gefunden. So ist es richtig. Frau Schiefer, hatten Sie Ihr Messer am Nikolaustag 2011 irgendwie verliehen oder schon mal vorher irgendwann? Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist meine Lebensversicherung in dem Park. Hm. Auch nicht an Ihren Freund, Herrn Lange? Nein, er hat doch selber eins. Gehabt? Er hat doch vorhin gesagt, er hat es seit Winter 2010 nicht mehr. Seid ihr doch gestohlen worden. War doch so, oder? Ja, das ist richtig. Hat er Ihnen das nicht erzählt, Frau Schiefer? Nein, davon hat er nichts gesagt. Aber hier hat er es vorhin gesagt. Und zwischendurch und auch da hatten Sie mal gesagt, er habe sein eigenes Messer. Das habe ich nur so verstanden, als ob er seins noch hätte. Was sollte das? Ich weiß nicht. Was soll denn die Scheiße jetzt überhaupt? Das ist doch total unwichtig. Was heißt hier unwichtig? Sie haben doch vorhin gesagt, dass die beiden Messer ein Verlobungsgeschenk waren. Habe ich mir sehr gut gemerkt, ja? Ich meine, sowas erzählt man doch seiner Freundin, wenn man es verliert. Es war wohl mir überlassen, wem ich was erzähle, oder? Oder war das Messer vielleicht nie weg? Haben Sie Herrn Singh am 6. Dezember überfallen? Nein! Moment, deine Stimme hört sich genauso an wie der Typ, der mich damals anfiel. Als ob du das jetzt noch erklären könntest. Herr Lange, sind Sie zufälligerweise Linkshänder? Was geht Sie das an? Ich bin neugierig auf die Welt gekommen. Die Frage war, sind Sie Linkshänder? Ja, ich bin Linkshänder. Und jetzt? Der Zeuge hat ausgesagt, dass die Person, die ich mit dem Messer bedroht habe, am rechten Handgelenk Einstichspuren gehabt habe. Mit anderen Worten, Linkshänder, ne? Und er meint, dass die Stimme des Täters so ähnlich klang wie Ihre. Was soll das jetzt heißen?
Herr Lange, Sie hatten Ihr Messer am 6. Dezember 2011. Dann hatten Sie es bestimmt auch noch am 6. Januar 2012, oder? Was wollen Sie damit sagen? Fred, sag mir nicht, dass du was damit zu tun hattest, nur wegen dem Streit, den wir da an dem Tag hatten. Entschuldigung, welchen Streit wollen Sie an dem Tag gehabt haben? Davon haben Sie bis jetzt kein Wort gesagt, Frau Schiefer. Wir haben uns darüber gestritten, weil ich habe ja mit Doris über die Beziehung geredet. Und an dem Tag habe ich dann halt auch mit Fred Schluss gemacht. Aber er hat mich dann halt wieder vollgeheult und hat mir gesagt, dass ich seine große Liebe bin. Und dann bin ich halt wieder weich geworden. Und warum haben Sie es vorher nicht gesagt? Weil ich nicht gedacht hätte. Fred, sag mir bitte nicht, dass du das warst. Und mich hast in der Untersuchungshaft schmoren lassen. Das, genau das, das wird zu ihm passen. Ja, jetzt siehst du deine große Liebe. Hey, haltet mal bitte die Schnauze. Oh, nicht in dem Ton, Herr Lange, ja? Haben Sie Frau Dombrowski niedergestochen und sie beraubt? Nein. Was soll denn die blöde Frage? Oh, ich fand die Frage ausgesprochen klar und schlicht. Haben Sie vorhin nicht gesagt, Sie lieben die Angeklagte? Ja, über alles. Jo. Und dann lassen Sie sie doch nicht hier weiter sitzen, oder? Und sagen einfach mal die Wahrheit Ihre Freundin zuliebe. Ey. Will ich noch was Konkreteres als hey dazu? Ja, ich war's. Aber ich lass mir von der Ollen bestimmt nicht meine Beziehung zu ihr kaputt reden. Das ganze Gelaber, es hat alles der... Na. Frechheit. Noch Fragen an den Zeugen sehen? Nein. Sie haben auch hier sehr geholfen, Herr Singh. Vielen Dank. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Zeuge, bleibt unvereidigt. Bitte hinten Platz zu nehmen. Wird auf die Sachverständige verzichtet? Ich denke, das können wir. Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Ja, Frau Vorsitzende, also war die These von der Frau Tasic tatsächlich kein Wintermärchen mit dem doppelten Messer. Nach der Beweislage sah das wirklich anders aus. Die Angeklagte ist aufgegriffen worden in der Tatortnähe, kurz nachdem die Tat passiert ist. Sie hat ein Messer in der Hand, sie wäscht dieses Messer sauber und erzählt uns dann, das ist die Salami vom Waldi. Dieses Messer passt genau in die Wunde. Das stellt die Gerichtsmedizin später fest. Im Park ist sonst niemand und ein Motiv gab es auch. Es gab den Streit vorher. Das zähle ich jetzt nicht auf, um Ihnen das nochmal unter die Nase zu halten. Das steht mir überhaupt nicht zu, aber das war die Beweislage und die sprach so massiv gegen Sie, dass es zu diesem Verfahren kommen musste, auch zu der Untersuchungshaft gegen Sie. Die Angeklagte ist freizusprechen, der Haftbefehl ist aufzuheben und sie ist für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen. Herr Lange, ich nehme Sie vorläufig fest und das Verfahren beginnt jetzt von vorne gegen Sie. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Reisewelt-Dahlwitsch. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich kann mich dem Antrag oder den Anträgen des Herrn Staatsanwalts anschließen. Sie haben das letzte Wort. Frau Schiefer? Ich möchte nichts dazu sagen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Und die Angeklagte ist für die Zeit der erlittenen Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl wird aufgehoben mit Entlassungsersuchen zurück. Frau Schiefer, die Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft war korrekt. Und zudem waren auch noch 10 Euro bei Ihnen in der Tasche. Ich habe auch lange geglaubt, dass Sie es gewesen sind. Aber man kann natürlich sagen, ich schätze Sie sehr und wir hatten eine gute Beziehung. Nur Drogenabhängige kennen dann weder Freund noch Feind, wenn sie Geld brauchen. Das ist ein großes Problem. Denn ich meine, sonst, Sie mochten Ihre Mutter zu gewissen Zeiten ja auch, das hat sie ja nicht gehindert, auch die Familie zu bestehlen. So ist es nun mal. Und das Problem ist, und da hat Frau Dombrowski völlig recht, und das hat mit Ihnen persönlich, Herr Lange, noch nicht mal etwas zu tun. Aber zwei Abhängige zusammen, kommt keiner raus. Und in dieser Situation war es schon so, dass Sie zunächst auf Drogen waren und Sie mit runtergezogen haben. Es ist sowieso das Problem, dass der eine Drogenabhängige dem anderen gerne, vor allem im Freundschaftskreis, gerne anbietet. Nicht um den anderen zu erhöhen, sondern ihn runterzuziehen. Und dann kommt man schlecht aus dieser ganzen Geschichte raus. Es gibt keine andere Möglichkeit, ob man sich mag oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Aber zwei extrem schwache Personen geben keine, auch wenn sie zusammen sind, keine einzelne, die das einigermaßen stemmen kann. So ist die Situation. Sollten Sie beide getrennt sich eines Tages clean wiedersehen, steht einer Wiedervereinigung, auch im nicht nur politischen, sondern im privaten Sinne, überhaupt nichts im Wege. Aber die Vorleistung ist eine andere, die Sie bringen müssen. So sind alle Wahrscheinlichkeiten. Und gegen Wahrscheinlichkeiten anzukämpfen, lohnt nicht. Jedenfalls nicht für Abhängige.
untersehen. Insofern hätten Sie nicht sehr genau. Und das stimmt. Es ist wirklich ein extrem seltenes Messer, auch Verlobungsgeschenke. Als Verlobungsgeschenk mit diesen drei Knöpfen und rechts die Einstichstellen. Wäre ich so schnell nicht drauf gekommen, dass es gewesen ist. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision, aber es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Fred Lange wurde wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren und 4 Monaten verurteilt.